Unsere letzte Begegnung mit den Decepticons liegt 3 Jahre zurück. Megatron und seine Armee ist es bis jetzt immer wieder gelungen, sich vor uns zu verbergen. Einige der Menschen glauben, sie hätten die Erde verlassen, wären besiegt. Ich wünschte, es wäre so. Sie sind hier. Verstecken sich. Beobachten. Warten. Der Ort, zu dem wir unterwegs sind. Du hast das Signal dorthin verfolgt, Wheeljack? Ganz recht, Mirage. Mit einer berechneten Wahrscheinlichkeit von 99,03% sind dort Decepticons aktiv. Außerdem ist es der perfekte Ort, um eure Tarnfähigkeiten zu testen. Wheeljack, wir erreichen gleich das Zielgebiet. Zeit, das Paket vorzubereiten. Sei vorsichtig mit deiner Tarnfähigkeit. Sie ist mächtig, aber sie verschlingt dich wie eine wütende Schlange, wenn du nicht aufpasst. Okay, Mirage. Zeit, dass wir Wheeljacks Upgrades auf die Probe stellen. Optimus, ich habe für Mirage holographische Markierungen platziert. Begib dich zur markierten Position, Mirage. Wir machen dort weiter. Mirage, um in die Tarnform zu wechseln, musst du erst einmal genug Energon sammeln. Sammle das Energon und warte auf meine Anweisung. Sehr gut. Testen wir jetzt deine Tarnfähigkeit. Gut gemacht. Jetzt ein paar Ziele. Wenn es ausgeht, wechselst du wieder zur Fahrzeugform. Was soll ich alles abschießen? Jetzt erkläre ich dir die Sekundärwaffe. Deine Sekundärwaffe verbraucht Energon-Munition. Da ist Energon-Munition. Sammle sie auf. Jetzt ein paar größere Ziele. Zerstöre diese alten Schrotthaufen mit deiner Sekundärwaffe. Aber gerne. Wheeljack, es wird langsam Zeit. Wir müssen los. Alles klar. Das Training ist abgeschlossen. Ausgezeichnet. Autobots, vorwärts! Etwas stört die Verbindung zum Nest-Hauptquartier. Ich gehe außer Reichweite und versuche, die Verbindung wieder herzustellen. Bumble, geh du vor. Sieh nach, womit wir es zu tun haben. Wheeljack hatte recht. Hier wimmelt es von Decepticons. Sei vorsichtig. Steht auf, es ist Zeit.
die die Decepticons verstehen. Gute Arbeit, Bumblebee, aber du bist noch nicht über den Berg. Ziehen sich zurück. Ich wollte dich da nicht allein reinschicken, Bumblebee. Aber da du erfolgreich warst, das ist deine Chance, Bumblebee. Jetzt beschleunigen! Damit ist Wheeljacks Verdacht bestätigt. Die Decepticons hören unsere Satellitenkommunikation ab. Bumblebee, du musst ein Spürprogramm implantieren. Geh so schnell wie möglich zu den aktiven Terminals. Wenn wir das Spürprogramm installieren können, können wir ihre Spionagesignale überwachen. Deine Karte zeigt an, auf welches du zugreifen kannst. Geh so schnell wie möglich dorthin. Vorsicht, da kommen noch mehr Decepticons! Da schießt jemand auf den Autorohr! Lasst ihn nicht entkommen! Ich habe großes Vertrauen in Wheeljack freien Zugriff auf ihr Netzwerk. Gut gemacht, Bumblebee. Gehe jetzt im Rest der Anlage auf Patrouille. Wir können keine Überraschungen gebrauchen. Stratosphere! Optimus, was ist da unten los? Keine Zeit für Erklärungen. Ich folge Bumblebee hinein. Halt dich bereit, um uns abzuholen. Verstanden. Optimus, die effizienteste Methode, sich Zugang zu verschaffen, wird sein, das Haupttor zu sprengen. Verstanden, Wheeljack.
Das Verteidigungssystem ist aktiv. Auf die Kanonengeschütze aufpassen. Danke, Stratosphere. Ich werde vorsichtig sein. Bumblebee könnte in fetten Schwierigkeiten stecken. Optimus, das Spürprogramm braucht mehr Zeit. Du musst die Server beschützen, bis es zu Ende geladen hat. Hab verstanden, Wheeljack. Wenn ein Terminal zerstört wird, versagt das Spürprogramm. Verstanden. Das werde ich nicht zulassen. Noch mehr Feinde kommen. Sei äußerst vorsichtig. Die Position wird von Feinden überrannt. Noch mehr Feinde nähern sich deiner Position. Aufnehmen. Noch mehr Decepticons sind unterwegs. Wo kommen die alle her? Hm.
schaff es gleich. Nur noch einen Moment. Keine Sorge, wir schaffen das. Deine Position wird von Feinden überrannt. Sei äußerst vorsichtig! Ausgezeichnet, ich bin fast fertig. Gib mir noch eine Minute. 60 Sekunden. Geht klar. Es geschafft, Optimus. Das gibt einen herzlichen Glückwunsch von mir und ein gewaltiges Dankeschön von Bumblebee, schätze ich. Es ist noch nicht ganz vorbei, Wheeljack. Stratosphere, gibt es irgendeine Nachricht von Bumblebee? Ist er draußen? Er müsste jeden Moment rauskommen. Halte noch 5 Minuten durch, Optimus. Ich bin unterwegs. Ich muss nur so lange durchhalten, bis Stratosphere eintrifft. Vorsicht! Ihre Geschütze scheinen auf einmal online zu sein. Yeah.
Ich bin in etwa 3 Minuten da. Je eher, desto besser. Unsere Typen wollen dich überwältigen. Bin fast da, Boss. Noch 2 Minuten. Gib Gas, Stratosphere! Sekunden bei dir. Klasse. Was Neues von Bumblebee? Leider nein, Boss. Wir können nur hoffen, dass er es schafft. Freut mich zu hören, Bumblebee. Optimus, das Spürprogramm läuft. Wir haben auch schon Informationen über die Decepticon-Aktivitäten in Detroit. Aber da ist noch mehr. Megatron ist an einer Operation Säule beteiligt. Und es ging um etwas oder jemanden namens Shockwave. Also dann, Kurs auf Detroit. Wie ist dein Status? Ich weiß nicht, wie die Komponenten hierher kommen, aber das ist der Ort. Ausgezeichnet. Lockdown. Bereitschaft bestätigen. Natürlich bin ich bereit. Bereithalten für die Infiltration. Denkt dran, die Autobots dürfen nichts von Shockwave erfahren. Verstanden. Decepticons, Angriff starten! Ironhide! Wir sind gleich da, aber wir registrieren heftige Decepticon-Aktivitäten in deiner Nähe. Optimus, die Decepticons rühren sich. Wir fangen sie ab. Jackpot! Lockdown!
Du musst die Nestanlage infiltrieren. Bleib cool, Soundwave. Wir wissen beide, wie wichtig diese Nachricht für Megatron ist. Ich werde mein Ding schon durchziehen, glaub mir. Dein Erfolg ist dringend notwendig. Dann will ich vor, wie ich meinen Job machen soll, Soundwave. Autobots in deiner Nähe. Werden bei schweren Verlusten Verstärkung durch das Tor schicken. In die Anlage ein. Ich weiß schon, was ich zu tun habe, Soundwave. Fertig! Ich bin drin. Hackvorgang wird gestartet. Sammle so viele Daten wie möglich, bevor du das Virus von Mixmaster hochlädst. Ach, das ist also meine Aufgabe. Ich bin nicht blöd, Soundwave, auch wenn du das offenbar glaubst. Nimm dir die Computerterminals vor. Die Sicherheitsvorkehrungen der Autobots lassen dir nur kurze Gelegenheiten. Die Computer werden ausgeschaltet. Wichtig! Schnell und nur im Fahrzeugmodus vorrücken. Immer herablassen. Ich habe zu tun. Wenn du dich einem Terminal näherst, wird das Virus hochgeladen. Weiß ich, Soundwave. Ich sehe auf der Karte, welche Firewall ausgefallen ist. Wir dürfen keinen verpassen. Versag nicht! Du willst also vernichtet werden! Thank you.
Nimm dir die Computerterminals vor. Die Sicherheitsvorkehrungen der Autobots lassen dir nur kurze Gelegenheiten. Die Computer werden ausgeschaltet. Wichtig! Schnell und nur im Fahrzeugmodus vorrücken. Immer herablassen. Ich habe zu tun. Wenn du dich einem Terminal näherst, wird das Virus hochgeladen. Weiß ich, Soundwave. Ich sehe auf der Karte, welche Firewall ausgefallen ist. Wir dürfen keinen verpassen. Das sag ich. Geschafft. Hast du keine Aufgabe? Nur noch ein paar. Du hast dein Ziel fast erfüllt. Ich erledige das schon. Vertrau mir. Noch zwei Terminals. Halt dich bloß von mir fern! Noch ein Terminal. Du hast deine Mission erfüllt. Ich weiß, Soundwave. Soundwave, die Autobots sind uns zuvorgekommen. Sie haben ein Spürprogramm hochgeladen, mit dem sie uns verfolgen können. Und sie wissen von Shockwave. Du kannst nichts mehr tun. Mission abbrechen. Komm zurück. Die Generatoren in der Nähe müssen weiterlaufen, bis das Krankenhaus evakuiert ist. Bumblebee, geh rein und hilf den Menschen. Ironhide, du kümmerst dich um die Generatoren. Okay, Optimus. Ironhide, lass die Generatoren nicht ausfallen. Das Leben der Menschen hängt davon ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Decepticons grundlos ein Krankenhaus angreifen würden. Was treiben Sie? Ich arbeite noch daran, das herauszufinden. Verteidigen! Da kommen Feinde auf mich zu!
In Ordnung. Sorgt ihr nur dafür, dass die Menschen heil da rauskommen. Ihren Angriff vereitelt. Wir müssen uns sammeln. Koordinaten folgen sofort. Wir müssen nur die zu bergenden Komponenten markieren, Soundwave. Natürlich bevor die Autobots merken, was wir vorhaben. Eine Frage. Kannst du Devastator mit diesen Teilen wiederherstellen? Auf jeden Fall. Ich hab mich schon... Sie sind uns auf die Schliche gekommen. Such du hier, ich gehe weiter. Beeil dich, finde die Komponenten, bevor sie sie zerstören. Du musst die Komponenten retten, Soundwave. Geh in jede Zielzone, um die Raketenerfassung zu stören. Ich schicke Soldaten, um sie zu holen, wenn du fertig bist. Wenn eine Komponente anvisiert wird, musst du nah ran, um die Raketenerfassung zu stören. Verstanden. Gleich greifen dich noch mehr Autobots an!
los auf, Soundwave! Dein Energon ist fast verbraucht! Wir müssen den Kerl loswerden! Hey, Soundwave! Wir haben es fast geschafft, Soundwave! Ich schicke jetzt die Soldaten! Wir haben keine Chance! Ironhide, Soundwave und Mixmaster versuchen Teile zu bergen, um Devastator wiederherzustellen. So ein Schrott, die erwische ich nie. Mach dir wegen der Großen keine Gedanken. Achtung, hier sammeln ein paar Decepticon-Typen Teile ein. Das werden wir ja sehen. Such die Decepticons, die groß genug sind, die Teile zu tragen. Erwisch sie alle. Da, das sind die, die die Teile haben. Pass auf, ein paar finstere Typen wollen dich überwältigen. Bleib dran! Ich lasse keinen entkommen. Nimm dich in Acht, da kommen ein paar üble Typen. Hast du's aber gründlich gegeben, was? Mixmaster, mir entkommst du nicht. Keinen Schritt weiter, Soundwave. Ironhide, ich bin überrascht, dass du immer noch funktionierst. Was ist aus Mixmaster geworden? Hier, ich zeig es dir. Ironhide, pass auf. Starscream ist über dir und du bist in seiner Reichweite.
Ich komm schon klar. Konzentrier dich erst auf die Kleinen, damit sie dich nicht einkreisen. So ein Feigling versteckt sich hinter anderen. Ich gebe dir von oben Unterstützung, wenn er doch nur stillhalten würde. Deine Hilfe ist überflüssig. Du kannst mir ruhig später danken, Soundwave. Unwahrscheinlich. Beweg dich endlich, Ironheart. Oh, Soundwave macht langsam ernst. Na komm schon. Denk dran, bleib in Bewegung. Starscream darf dich auf keinen Fall erfassen. Ich bewege mich ja schon. Ironheart, gib Gummi. Er ergreift jetzt die Flucht. Na los, Ironheart. Komm in Fahrt. Ironheart, gib Gummi. Beweg dich endlich, Ironheart. Ironheart, komm in Fahrt! Ironheart, gib Gummi! Beweg dich endlich, Ironheart! So macht man das, Ironheart. Aber Optimus braucht dich sofort in der Basis. Es gibt noch mehr Ärger. Lockdown! Meldung! Hörst du mich? Ich höre dich, Starscream. Optimus Prime ist eingetroffen. Such dir einen anderen Ausgang. Verstanden. Es gibt mehrere Steuerungen für das Tor. Zerstöre sie alle, um deine Fluchtroute zu erkennen. Die Steuerungen sind auf deiner Karte markiert. Was immer du tust, geh Optimus Prime aus dem Weg. Pass nur auf.
Ja. Du hast es also geschafft. Melde dich sofort bei Megatron. Megatron zu einem verlassenen sowjetischen Stützpunkt in Sibirien verfolgt. Ich glaube, dort will er sein Primärziel reaktivieren. Den tödlichen cybertronischen Attentäter Shockwave. Das dürfen wir nicht zulassen. Wie ich Megatron kenne, ist die Rückkehr von Shockwave erst die Spitze des Eisbergs. Mirage, schalte erst einmal Ihre Kommunikation aus. Gut. Ironhide. Konzentrier dich auf die Generatoren des Verteidigungsschilds. Mit Vergnügen, Optimus. Die Generatoren sind zu gut gesichert, um sie zu zerstören, Ironhide. Aber triff sie hart genug und sie fallen für ein paar Sekunden aus. Es müssen alle drei gleichzeitig ausfallen. Verstehe. Alle drei. Beweg dich so schnell, wie du kannst. Wenn sie wieder online gehen, musst du von vorn anfangen. Feld ist ausgefallen. Klasse, Ironhide. Die Autobots haben uns gefunden. Die durchbrechen unsere Verteidigung. Ich muss die Reaktivierung von Shockwave beschleunigen. Auch wenn es riskant ist. Los, Soundwave! Verschaff mir etwas Zeit! Ja, Megatron. Du stellst keine Gefahr dar, Autobot. Ergib dich und lass dich deaktivieren. Erfolg ist entscheidend, Soundwave. Du musst Mirage besiegen. Ja, Megatron. Das ist ein Ende, Soundwave. Unwahrscheinlich. Retrosphere ist eingetroffen. Lass dich nicht von ihm erfassen. Verstanden. Soundwave, bleib nicht einfach stehen. Nimm die Beine in die Hand. Ich beeile dich und mach mir rasch fertig. Sofort, Megatron. Autobot, greif Zauberwelf an. Zauberwelf, bleib nicht einfach stehen. Augen aufs Ziel. Ziel im Auge behalten. Ausgezeichnet, Soundwave. Jetzt habe ich genug Zeit. Du hattest nur Glück. Wird nicht wieder vorkommen. Shockwave, wenn du mich hören kannst. Ich werde die Reaktivierungsgeneratoren überladen und dich früher als geplant online bringen.
Falls wir beide Glück haben, wirst du am Leben bleiben. Lord Megatron, darf ich euch bei euren Bemühungen für Shockwaves helfen? Das ist eine heikle Sache, Starscream. Ich muss auf jede Spule schießen, um sie zu laden. Aber wenn ich zu viel Energie verwende, explodieren sie. Also bleib oben und kämpf, du Narr! Überlass mir die Feinarbeit! Jeder Kern hält nur eine begrenzte Energie aus! Ihr müsst warten, bis sie sich wieder öffnen, bevor ihr erneut schießt! Du bist hier nicht willkommen! Komm zurück! Was hast du noch alles, Kumpel? Mir in die Quere!
Zerstört. Er scheint online zu sein. Hervorragend. Bald sind wir unaufhaltsam. Shockwave, hörst du mich? Kannst du dich bewegen? Megatron, meine Energon-Reserven sind leer. Soundwave. Hör zu! Bring Shockwave an einen sicheren Ort. Ich sorge dafür, dass ihr sicher durchkommt. Erbärmlicher Autobot-Abschau! Ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr Megatrons Pläne gestört habt. Starscream, unsere Arbeit hier ist beendet. Ich gebe Shockwave ein paar Minuten zur Erholung. Alle zusammen, wir fliehen auf mein Zeichen. Wir haben andere Dinge zu erledigen. Ja, Megatron, auf euer Zeichen. Ich sehe ihn. Meine Ding kannst du auch einfach weg! Gleich werde ich getroffen. Ich weiß es. Die Decepticons direkt voraus! Zeigt, was ihr könnt, Autobots. Versucht wenigstens, mich herauszufordern. Zum Sammeln!
kommst mir in die Quere! Nimm die Verfolgung auf! Optimus Prime ist zu eurer Position unterwegs. Ihr erholt sich schnell. Der Bohrer hat sich aktiviert und ist bei voller Kapazität. Starscream, unsere Arbeit hier ist beendet. Das übergroße Haustier von Shockwave ist also wach. Ich glaube, dann weiß ich, wie wir mit Optimus Prime umgehen. Megatron, was ist mit Optimus? Was hast du mit ihm gemacht? Optimus ist ein rauchender Haufen Altmetall. Geh mir aus dem Weg, wenn du nicht genauso enden willst. Von wegen. Hierauf warte ich schon mein ganzes Leben. Nun gut. Bist du wahnsinnig? Du willst es doch nicht allein mit Megatron aufnehmen. Ich habe noch nie irgendetwas mehr gewollt. Nichts weiter als lästig. Akzeptiere deine Niederlage. Auf gar keinen Fall. Vorsicht, Ironhide. Er ruft Verstärkung zu sich. Das sehe ich, Wheeljack. Du musst dich jetzt bald damit noch mehr Feinden rumschlagen. Er ist beschädigt, aber nicht erledigt. Ironhide, du musst da sofort raus. Wir erwischen Megatron beim nächsten Mal. Darauf kannst du wetten. Shockwave. Es ist gut,
dich reaktiviert zu sehen. Gerade rechtzeitig. Soundwave, reise zu diesen Koordinaten und besorge diesen Gegenstand. Sofort. Optimus glaubt vielleicht, er hätte meine Pläne durchkreuzt. Aber das ist weit gefehlt. Operation Säule kann nicht aufgehalten werden. Bald wird all meine Arbeit, all meine Planung, all mein Leiden Früchte tragen. Die Erde und ihre Ressourcen werden mir gehören. Und Cybertron wird neu geboren werden.